Ein Segelboot, türkises Meer, 14 Touristen und ein Kapitän. Raimund Fährmann lebt im Paradies und verdient auch noch Geld dabei. Ja, in erster Hinsicht ist es Verwirklichung eines Lebenstraums und die Kombination zwischen Hobby, Traum und der Möglichkeit, eben auch seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Es ist 6 Uhr, die Sonne geht gerade auf. Mit einem kleinen Boot machen wir uns auf den Weg durch die Panga-Bucht. An Bord von Raimunds Dschungel herrscht verschlafene Stimmung. Sie werden aber ganz schnell wach und munter, weil Leben kommt sehr schnell in die Bude. Die Touristen sind seit 6 Tagen an Bord. Heute ist der letzte Morgen ihrer Reise. Da heißt es, keine Zeit zu verlieren. Wir werden also schwimmen, schnorcheln kurz an den Strand. Wir sollten hier spätestens 10 Uhr weg. Ne? Mit dem Schlauchboot geht's zur nächsten Insel. Ja, gib's mir. Zeig mir dein Erdbeermund. Ab 9 wird's voll am Traumstrand. Wir flüchten. Immer wenn die Menschen kommen, sind wir weg. Es geht zurück an Bord. Raimund wartet schon auf seine Gäste. Vor über 20 Jahren kam der Oldenburger zum ersten Mal nach Thailand als Maschinenbauingenieur. Er baute sich sein Traumschiff, heiratete seine Traumfrau und entschied sich, Deutschland für immer den Rücken zu kehren. Es wird immer mehr zum Hexenkessel. Die Leute rennen herum wie Ameisen in einem großen Haufen. Und hier hat man Freiheit. Ne? Hier ist der Horizont. Ne? Hier sind die Tage ruhig und beschaulich, man lebt mit der Natur. Rund 850 Euro kostet die Reise pro Person. Roland aus Hamburg ist zum ersten Mal in Thailand und zeigt sich heimatverbunden. Ja, obwohl wir hier in Thailand sind, sind wir natürlich der Bundesliga sehr nah. Aktuelle Ergebnisse: HSV gegen Rostock 2:0 und Nürnberg gegen Dortmund 1:0. Unterschätzt nicht, des Windes Macht und gibt auch eure Sachen acht. Denn jetzt ist Packen angesagt. Nach 6 Tagen auf See gehen die Passagiere von Bord. Hier wird das Fresserchen fehlen. Ja, mir auch. Und das Schwimmerchen am Morgen. In 2 Tagen werden die nächsten Gäste an Bord kommen. Raimund und seine Frau fahren mit dem Schlauchboot flussaufwärts. Neben dem Schiff nennen sie dieses bescheidene Häuschen ihr zweites Zuhause. Nach einer Woche auf See kann sich der 52-Jährige jetzt endlich um seine Hunde kümmern. Und natürlich möglichst viel Zeit mit seinen beiden Kindern verbringen. Etwas, was du an Deutschland vermisst? Den kalten Wind, wenn ich mit dem Motorrad in Norddeutschland am Deich lang gefahren bin. Den kalten, frischen Wind im Gesicht. Das wird Raimund spätestens im Sommer nachholen. Wenn hier die Nebensaison beginnt, fährt er mit seiner Familie nach Oldenburg. Die Stadt, die trotz allem seine Heimat bleibt. Also.